Wohnendecken, die sind warm und kuschelig. Mit was für Adjektiv würdest du deine Arbeitgeberin, die SV Group, beschreiben? Sie ist eine sehr herzliche Arbeitgeberin, sie ist auch sehr offen. Ben, la mixité, je dirais. Les différentes cultures, les personnes de différents horizons. Kochen und Spaß. Abwechslungsreich. L'innovation. Immer wieder etwas Neues erfinden und Entwicklung. Les gens, les collaborateurs. C'est ça qui fait le succès d'une entreprise. Hein? Stressig. Sorry. Zum Beispiel stressig. Ja, stressig. Lustig, frisch, fröhlich und natürlich sehr professionell. Schnell, wenn man es auf einen Mittag bezieht. Bei den Clients. Toujours à l'écoute des Clients. Ja, es läuft immer etwas. Und fair, auf jeden Fall, ja. Frisch. Frisch, sage ich mal. Sehr, sehr innovativ. Ich würde schon sagen, schon fast ein bisschen pionierartig. Das Wichtigste bei der SV ist die Wertschätzung und die Warmherzigkeit. Ja. Wärme. Zusammengehörigkeitsgefühl, an einem Strick ziehen. Dass wir als SV natürlich immer freundlich auftreten und gewisse Sympathie und ein Lächeln zaubert für unsere Gäste und Kunden. Wir wollen die Werte so realisieren, dass wir tagtäglich unsere Gäste begeistern, dass wir mit dem Kunden auf Augenhöhe kommunizieren und dass wir nachhaltig zu unserer Umwelt Sorge tragen. Ah, les valeurs de SV Group, écoutez, elles sont pour moi, ce sont des valeurs de... C'est une très très grande entreprise qui a des valeurs d'honnêteté, de transparence, de confiance, vis-à-vis de ses clients que vis-à-vis de ses collaborateurs. Also, vor allen Dingen Herzlichkeit in unserem Bereich. Je pense que c'est beaucoup au niveau du personnel, de toute façon, qui fait beaucoup d'efforts pour que le personnel se sente au mieux. Die SV Group ist mir als innovatives Unternehmen übergekommen, mit einer höheren Kompetenz in der Gastronomie und aber auch als fortschrittliche Arbeitgeberin, wo die Mitarbeitenden einen höheren Stellenwert haben. Ich denke sicher die Nachhaltigkeit, die ganzen Projekte, die hier laufen, die jetzt auch neu kommen. Für mich ist das eigentlich etwas recht Wichtiges, auch in Anbetracht auf unsere Natur, auf unsere Erde in dem Sinn. Ich kann das eigentlich nur unterstützen und stehe eigentlich auch voll dahinter. Und das ist für mich eigentlich fast das Wichtigste vom Unternehmen. Ja. Der andere lässt sich spüren, man schätzt seine Arbeit. Dass man mal ein Kompliment fallen und den Gästen gegenüber, dass man auf sie zugeht, dass man ihnen zulässt, dass man fast probiert, Wünsche aus den Augen abzulesen. Und ja, nein, für mich ist das sehr, sehr wichtig, weil Wärme und Freundschaft, Kollegialität ist für mich das A und O. Braucht es Werte in einem Betrieb oder geht es auch ohne? Mal, ich glaube, gerade das Fall, wo so dezentralisiert ist, braucht Werte, weil wir müssen ja alle in die gleiche Richtung gehen. Man, on a besoin de valeur, ça c'est bien clair. Sans valeur, on n'avance pas. Findest du, es braucht diese Vorgabe oder die könnte man eigentlich genauso gut weglassen? Ja, weil das muss ja sein. So. Mhm. Eigentlich weiss man ja, dass das braucht. Das ist sehr wichtig, ja. Aber es ist auch wichtig, dass man offen ist, aber auch für neue Werte. Ja. Ja. Aber ich denke, Werte eben, sie müssen gelebt werden, das ist das Wichtigste. Also das, was auf dem Papier steht, ist eins, aber das, was man lebt, ist schlussendlich das, was es dann auch spürbar macht für das Gegenüber. Dass man auch spürt, da ist eine Zusammengehörigkeit, aber dann irgendwo durch auch als Orientierung. Dann, okay, doch, da will ich auch Fokus drauf legen, das ist mir wichtig. Und darum glaube ich, dass es Wert auch braucht. Ja. Die sind zum Teil so ein bisschen ungeschrieben, implizit, und zum Teil halt auch festgemacht. Oder? Und das braucht die beides. Wir sind die SV Group, ein Unternehmen in 3 Ländern tätig, 400 Standorte und 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entsprechend vielfältig und unterschiedlich sind all die Meinungen von all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für was das Unternehmen heute steht und morgen soll stehen. Einige von diesen Meinungen haben wir mit der Kamera einfangen und ihnen zeigen. Vieles, was Sie gehört haben, vieles, was gesagt worden ist absolut richtig und treffend.
Eine Kultur von der Unternehmung wird geprägt durch Wert. Und der Wert, den man definiert, prägt die Kultur von der Unternehmung. Das haben wir gemacht, das haben wir letztes Jahr erarbeitet und freuen uns heute, die Kultur einzuführen, um an allen 400 Standorten, die wir haben, ein gemeinsames Gefühl und etwas gemeinsam zu schaffen, für was wir stehen. Herzlich mit unseren Gästen, unseren Kunden, mit uns selber. Verantwortlich mit all den Mitteln, die uns in die Finger gegeben werden, um unseren Job zu machen. Initiativ, immer noch gute Idee für den Gast. Und kompetent, nämlich gern machen, was man macht. Das sind die vier Werte. Herzlich, verantwortlich, initiativ und kompetent. Für das wollen wir stehen, das wollen wir spüren in allen unseren 400 Standorten.